So, dann mal wieder hallo zusammen, der Lampe hier von Faszination Drohne. Heute habe ich mal wieder ein ziemlich praktisches Thema mitgebracht. Und zwar soll es heute darum gehen, wie ich meinen Motor am besten reinige. Reinigen, warum? Ihr kennt bestimmt die Situation, seid mit der Drohne unterwegs, fliegt so schön, smooth und warum auch immer, ihr stürzt ab. Dann geht es vermutlich einigen wie mir, nämlich ihr stürzt nicht einfach so auf die Wiese oder landet ordentlich, sondern bei mir geht es entweder, ich lande im Schlamm oder ich lande in irgendwelchem Dreck oder in irgendwelchen Wiesen, wo sehr viel Schmutz mit dabei ist. Und nachdem ich die Drohne geholt habe, sehe ich, ganze Motor ist voll Dreck. Der erste Gedanke ist dann natürlich, hoffentlich funktioniert der Motor noch. Der zweite Gedanke ist, oh Mann, der sieht aber nicht gut aus. Und der dritte ist, wie kriege ich das Teil jetzt am besten sauber? Und wenn ich es sauber habe, hoffentlich funktioniert es noch und geht noch. Deswegen heute ein bisschen praktisch, wie gehe ich dabei vor? Das ist relativ einfach erklärt. Und zwar gibt es verschiedene Varianten. Das erste ist, wenn ich nur leichten Dreck oder Schmutz habe, dann reicht es eigentlich mal an dem Motor zu drehen und zu hören, ob irgendwo ein kratzendes Geräusch kommt. Wenn kein kratzendes Geräusch kommt, könnt ihr euch relativ sicher sein, dass kein magnetisierender Staub an den Magneten, also an den hier, klebt. In der Regel hilft es dann zu pusten und zu gucken, ob irgendwas ist. Im Zweifel könnt ihr immer mit einem, entweder einem kleinen Stock, wenn ihr nichts dabei habt, oder mit irgendeinem anderen kleinen Teil auch größere Stückchen zu den Öffnungen herausholen. Sollte es so sein, dass ihr wirklich größere Verdreckung oder größeren Schlamm oder Schmutz in dem Motor drin habt und ihr beim Drehen schon merkt, oh, da klemmt irgendwas, dann erstens dreht bitte nicht weiter und zweitens versucht auch nicht mit dem Motor wieder zu fliegen und es irgendwie anders freizukriegen, sondern packt die Drohne ein und geht nach Hause oder nehmt es mit oder versucht vor Ort die Sachen zu beheben. Am besten lässt sich der Motorschaft, also der samt Gehäuse, entfernen, indem ihr diesen Ring hier drin entfernt und hier drauf drückt mit einem Gegenstand, bis sich der innere Ring gelöst hat. Falls das mal extrem schwierig geht, gibt es auch eine Methode, dass man mit dem Lötkolben ein bisschen Wärme hier drauf gibt, sodass sich das ein bisschen löst und ihr es abziehen könnt. Das Abziehen geht relativ schwer, weil es sich hier um Magneten handelt. Also hier der Motor dreht sich ja auf Magneten, die Magneten sitzen aneinander. Das heißt, ihr müsst schon sehr, sehr ziehen, bis das auseinander geht. Aus diesem Grund empfehle ich auch, so wie es hier bei der Drohne ist, den Motor einfach dran zu lassen, weil, wenn es festgeschraubt ist, ihr viel mehr Kraft habt, um den Motor abzuziehen. Sobald das Oberteil des Gehäuses abgezogen ist, seht ihr schon, liegen zum einen die Magnete frei, und zwar hier. Habt ihr dann wunderbaren Zugang. Ihr seht es zu all den Einzelteilen, die da drin sind, und ihr könnt jetzt mit einem Pinsel, das ist meine beliebteste Methode oder meine beste Methode oder die Methode, die ich nutze, mit einem Pinsel die einzelnen Lamellen durchgehen und Magnete und könnt es so reinigen, wie ihr es benötigt. Auf gleichem Weg geht ihr dann am besten mit dem Oberteil vor, das heißt, entfernt den groben Schmutz, klopft ihn ab und macht den kleineren, feineren Schmutz, sobald er getrocknet ist oder ordentlich ist, mit einem Pinsel wieder sauber. Das Zusammenstecken des Motors funktioniert auf selben Wege wie das Auseinanderziehen. Dabei solltet ihr darauf achten, dass wenn ihr das Oberteil aufsetzt, es durch den Magnetismus dazu kommt, weil die wirklich sehr stark sind, die Magnete, dass das Oberteil richtig sehr stark drauf ploppt. Dabei kann es passieren, das zeige ich mal hier, dabei kann es passieren, dass ihr diesen Simmerring, der hier drin ist, der sich da dreht, dass ihr da eine Unwucht reinbekommt und dass das so ein bisschen unrund läuft am Ende. Das wollt ihr natürlich nicht erreichen. Deswegen ist der einfachste Weg, um das wirklich sanft drauf zu bekommen, dass ihr nehmt euch den Motor so, haltet euren Daumen, Zeigefinger so ein bisschen dagegen, also so quasi, dass das Oberteil draufrutschen kann, quasi hier oben dann drauf sitzt und indem ihr hier ganz langsam loslasst und nach unten zieht, zieht es diesen oberen Ring drauf. Damit könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass
ihr die Welle nicht irgendwie krumm macht oder irgendwas damit passiert. Ja, ansonsten, wenn ihr damit fertig seid, einfach wieder den unteren Ring draufschieben, drauf machen und gut. Die wenigsten Motoren sind so wie meine mit so einem Simmerring. Ganz oft ist es so, dass ihr hier eine Schraube habt. Das heißt, ihr könnt die Schraube dann auch aufdrehen und machen. Auch hier ist es, wenn die sehr, sehr fest sitzt, die Schraube, könnt ihr mit einem Lötkolben ein wenig erhitzen, durch das Ausdehnen und hin und her ruckeln, wird sich die Schraube lösen und ihr könnt sie dann rausdrehen. Ja, soweit von mir. Und meine Methode, wie ich verdreckte Motoren sauber mache, in der Regel bei 4 Motoren bin ich da in 20 Minuten, 25 Minuten rum, ist also kein großes Hexenwerk. Falls ihr einen besseren Vorschlag habt, bin ich dafür natürlich jederzeit offen. Schreibt mir am besten in die Kommentare. Ansonsten, falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen, einen Daumen nach oben. Und wer mehr von mir sehen will, abonniert mich. Bis dahin, euer Lampe.